Bisher hatten wir gelernt, dass elektrische Ladungen ein elektrisches Feld erzeugen können. Und jetzt stellen wir die Frage, ob Magnete das auch können. Was wir in dem Vorspann gesehen haben, war ein kleiner Lautsprecher. Und wir werden am Schluss dieses Clips lernen, dass man einen Lautsprecher nicht nur benutzen kann, um Töne zu erzeugen, sondern umgekehrt, man kann einen Lautsprecher als Mikrofon benutzen, also als etwas, was Schall in elektrischen Strom umwandelt. Um das besser zu verstehen, gehen wir nochmal zum Thema des letzten Clips zurück. Da hatten wir gelernt, dass ein Permanentmagnet einen Nord- und einen Südpol hat und dass die sich dann anziehen oder abstoßen können. Wir hatten zwei Arten kennengelernt, mit denen man Magnetfelder erzeugen kann. Einerseits gibt es die magnetischen Dipole, die im Atom schon vorhanden sind, also diese elementaren magnetischen Dipolmomente. Und die zweite Möglichkeit ist die, dass auch bewegte Ladungen ein Magnetfeld erzeugen können, also nicht nur ein elektrisches Feld. Hier sehen wir so eine Leiterschleife, wo ein Strom fließt, das heißt also, wo bewegte elektrische Ladungen herumkreisen. Und das Dipolmoment, was damit verbunden ist, das lässt sich ganz einfach ausrechnen. Bei so einer Leiterschleife ist das Dipolmoment nichts anderes als das Produkt aus dem Strom und aus der Fläche dieser Leiterschleife. Und wenn man sich diese Formel einmal angeschaut hat, dann versteht man auch endlich diese seltsame Einheit, die das magnetische Dipolmoment μ hat. Wir hatten gelernt, das ist 1 Ampere Quadratmeter. Jetzt verstehen wir das. Ampere ist der Strom, der kreist auf der Leiterschleife, und in Quadratmetern gibt man die Fläche an, die diese Leiterschleife bildet. Und die spannende Frage, die jetzt als nächstes kommt, ist die Frage, wenn bewegte elektrische Ladungen ein Magnetfeld erzeugen, geht es dann auch umgekehrt, können also bewegte Magnete auch ein elektrisches Feld erzeugen? Und das schauen wir uns jetzt mal in den Simulationen an. Dazu möchte ich Sie nochmal erinnern, ich zeige zwar hier ein paar Simulationen, aber viel wichtiger ist es, dass Sie die entsprechende Webseite aufrufen und selber mit den Simulationen spielen, denn nur dadurch können Sie selber lernen, was es alles für Möglichkeiten gibt, und dadurch können Sie auch viel besser behalten, wie die Zusammenhänge sind. Wir gehen jetzt in drei Schritten durch diese Simulationen durch und ich erzähle Ihnen diese verschiedenen drei Phänomene, um die es hier geht. Also das erste, was wir gerade wiederholt hatten, war, wenn man einen Permanentmagneten hat, dann erzeugt der ein Magnetfeld, und dieses Magnetfeld kann man mit so einer Kompassnadel beispielsweise messen und darstellen. Der zweite Schritt ist der, dass man statt einem Permanentmagneten einen elektrischen Strom nimmt, das heißt also bewegte Ladungen. Das sieht man hier an der Drahtschleife, die an einer Batterie angeschlossen ist. Da sieht man die bewegten Ladungen und entsprechend entsteht ein Magnetfeld, was eine ähnliche Struktur hat wie das Magnetfeld eines Permanentmagneten. Der nächste Schritt ist jetzt der, dass man bewegte Magnetfelder hat und schaut, ob denn da auch elektrische Felder entstehen. Und erstaunlicherweise sieht man das auch hier in der Simulation ganz einfach. Wir haben jetzt wieder den Permanentmagneten. Wir haben eine Leiterschleife. An der Leiterschleife hängt jetzt eine Glühbirne dran. Und wann immer wir den Magneten bewegen, das heißt, wann immer sich das magnetische Feld in der Leiterschleife ändert, dann blitzt die Lampe auf. Das heißt also, es entsteht eine Spannung alleine dadurch, dass also die Leiterschleife von einem Magnetfeld durchflossen wird, dessen Stärke oder Richtung sich ändert. Sowohl beim Hineinführen des Magneten als auch beim Herausführen des Magneten kann man diese elektrischen Spannungen messen. Statt einer Glühbirne können wir auch ein Voltmeter anhängen, und dann sehen wir, das Voltmeter hat positive oder negative Ausschläge, je nachdem, ob das Magnetfeld zunimmt oder abnimmt. Wenn man statt einer Leiterschleife mehrere nimmt, dann wird der Effekt entsprechend größer. Das heißt, mit vielen Windungen kann man den Effekt verstärken, weil in jeder Windung diese Spannung auftritt. Diese Spannung nennt man übrigens Induktionsspannung. Und das Phänomen ist die elektromagnetische Induktion. Eine Veränderung des Magnetfeldes führt zu der Induktion einer elektrischen Spannung. Im letzten Teil dieser Simulation haben wir jetzt keinen Permanentmagneten mehr, sondern wir erzeugen jetzt das Magnetfeld mit einem elektrischen Leiter. Das heißt also, das Magnetfeld wird jetzt erzeugt dadurch, dass Elektronen durch einen Draht fließen. Diese bewegten Ladungen erzeugen ein Magnetfeld. Und wenn wir jetzt dieses Magnetfeld ändern und durch eine zweite Drahtschlaufe bringen, dann entsteht in der zweiten
Drahtschlaufe, wann immer das Magnetfeld sich ändert, eine elektrische Spannung, die man messen kann. Im nächsten Schritt kann man jetzt, statt die Spule zu bewegen und dadurch das Magnetfeld zu verändern, auch einfach die Stärke des Stromes ändern. Und die einfachste Art, das zu tun, ist, dass man statt Gleichstrom Wechselstrom nimmt. Der Wechselstrom ist also ein Strom, der immer abwechselnd periodisch rein und raus fließt. Wir sehen in der Simulation, dass der Strom sich in der jeweils anderen Richtung bewegt und dass jedes Mal ein Magnetfeld entsteht, was auch seine Richtung ändert. Das sieht man auch an der Drehung der Kompassnadel. Und wenn man dann eine zweite Spule oder eine zweite Leiterschlaufe in die Nähe bringt, dann sieht man, dieses veränderliche magnetische Feld erzeugt da Induktionsspannungen, die auch abwechselnd positiv und negativ sind, die also auch wieder eine Wechselspannung darstellen, und an der Wechselspannung leuchtet dann periodisch die Lampe auf. Oder wenn man eben ein Messgerät anschließt, sieht man die positiven und negativen Ausschläge dieses Voltmeters. Was wir hier letztlich simuliert haben, ist ein sogenannter Transformator. Ein Transformator besteht also aus zwei Spulen. Die eine Spule wird von einem Wechselstrom durchflossen und erzeugt dieses wechselhafte Magnetfeld. Und die zweite Spule wird durch das wechselhafte Magnetfeld durchflossen und erzeugt deswegen eine Induktionsspannung. Und diese Transformatoren kann man wunderbar benutzen, um Spannungen zu transformieren. Also Sie kennen das beispielsweise, wenn Sie die 230 Volt aus der Steckdose zu einer ungefährlicheren kleinen Spannung machen wollen, dann macht man das mit so einem Transformator. Transformatoren sind letztlich auch der Grund, warum wir im Haushalt Wechselspannung haben, weil man Wechselspannungen eben so leicht transformieren kann. Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung der drei Simulationen auf Folie. Zunächst haben wir gelernt, dass bewegte elektrische Ladungen ein Magnetfeld erzeugen. Bewegte elektrische Ladungen sind also Strom. Wann immer irgendwo ein Strom fließt, entsteht auch ein Magnetfeld. Im zweiten Schritt haben wir gelernt, dass wann immer sich ein Magnetfeld verändert, in einer Leiterschleife eine Spannung induziert wird. Das heißt also, bewegte Magnete oder veränderliche Magnetfelder erzeugen durch sogenannte Induktion eine Spannung. Das heißt, wenn da irgendwo Elektronen vorhanden sind, erfahren die eine Kraft, eine Beschleunigung und damit eben auch eine Spannung. Und im letzten Schritt haben wir nochmal deutlich gesehen, dass veränderliche Magnetfelder ein verändertes elektrisches Feld erzeugen. Zu diesen Phänomenen gibt es jetzt eine riesige Bandbreite von Anwendungen. Man könnte jetzt hunderte von Experimenten dazu machen. Schauen Sie dazu einfach mal auf die verschiedenen YouTube-Videos, die es überall gibt. Ein paar möchte ich hier nennen, zum Beispiel der Dynamo am Fahrrad oder auch der Generator in einer Windanlage funktioniert nach diesem Prinzip, dass sich ein Magnet dreht und dadurch eine Spannung erzeugt wird. Der Elektromotor macht das Umgekehrte, da hat man eine Spannung und einen Strom und der bringt dann einen Magneten zur Bewegung. Und das einzige Experiment, was ich jetzt machen möchte, bezieht sich auf eine weitere Anwendung, die wir hier gerade bei dem Video benutzen, nämlich den Lautsprecher und das Mikrofon. So einen Lautsprecher habe ich hier mal mitgebracht. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie mal irgendwelche Geräte auseinandergenommen haben, die normalerweise Musik oder Krach machen, dann haben Sie da sicherlich so einen Lautsprecher gefunden. Es ist mir leider ein bisschen zu schade, den jetzt hier auseinanderzunehmen. Stattdessen habe ich eine Billigversion hier vorliegen. Das hier ist also eine Weihnachtskarte, sowas kennen Sie vielleicht auch. Das sind also Karten, wo also offensichtlich Musik rauskommt. Wenn da Musik rauskommt, muss da auch irgendwo ein Lautsprecher drin sein. Und genau so eine Karte habe ich mal auseinandergenommen, damit Sie sehen, wie so ein Lautsprecher aussieht. So sieht also das Innenleben von so einer Karte aus. Und man sieht, hier drin ist ein Lautsprecher, den kann man auseinandernehmen. Da sieht man einen Magneten und eine Spule. Durch diese Spule fließt ein Strom, der Musik entspricht. Und diese Spule ist in einem Magneten untergebracht, sodass je nach Stromstärke und dem Magnetfeld, was dadurch entsteht, diese Spule und die daran hängende Membran entsprechend angezogen oder abgestoßen wird, sodass also die Wechselströme umgesetzt werden in mechanische Schwingungen und damit in Schall. Hier an dem größeren Lautsprecher kann man das noch besser erkennen. Ich nehme also diesen Lautsprecher hier und schließe ihn einfach zunächst mal an eine Batterie an. Eine Batterie hat Gleichspannung
Wenn also Strom durch die Spule fließt, erzeugt die Spule ein Magnetfeld und zieht dann die Spule in den Permanentmagneten oder aus dem Permanentmagneten heraus. Und das sehen wir hier, wenn ich die Spule anschließe. Zunächst fließt der Strom in die eine Richtung. Dabei wird die Membran weggedrückt von dem Permanentmagneten. Wenn ich das Ganze umpole, dann wird die Membran hineingezogen nach unten, sodass man also sieht, je nach Stromrichtung geht es in die eine oder die andere Richtung. Wir können jetzt den Lautsprecher statt an eine Batterie an eine Wechselspannungsquelle anschließen. Ich habe hier einfach mal den Tonausgang von meinem Computer genommen und wenn ich daran die Spule anschließe, was passiert dann? Man hört immer dann, wenn der Kontakt da ist, die Musik. Das heißt also, dieser Lautsprecher funktioniert also wirklich. Er wandelt die Wechselströme aus dem Verstärkerausgang des Computers in Schall um. Und immer wenn man das Ganze wieder loslässt, dann hört die Musik auf. Das heißt also, der Lautsprecher funktioniert hier wunderbar. Soweit also die ganz normale Anwendung des Lautsprechers. Und als nächstes zeige ich Ihnen, dass man Lautsprecher auch als Mikrofon benutzen kann. Das heißt also, wo immer Sie einen Lautsprecher oder einen Kopfhörer haben, können Sie das gleiche Gerät auch als Mikrofon benutzen. Das ist natürlich im Prinzip wichtig zu wissen. Man kann also im Raum auch abgehört werden, ohne dass irgendwo ein Mikrofon versteckt ist. Man braucht nur irgendein Gerät mit Lautsprecherausgabe dazu umfunktionieren. Dazu brauchen wir dann den Effekt der Induktion und das zeige ich Ihnen jetzt im nächsten Video. Ich nehme den gleichen Lautsprecher und schließe jetzt nicht den Verstärkerausgang, sondern den Verstärkereingang des Computers an. Und wenn ich jetzt drauf klopfe auf den Lautsprecher, dann hört man das Knacken. Das heißt also, die Bewegung wird umgesetzt in elektrischen Strom durch Induktion dieser Spule, die an dieser Membran fährt. Das Ganze passiert durch Induktion dieser Spule, die sich in diesem Permanentmagneten des Lautsprechers bewegt und dadurch gibt es eine Induktionsspannung, die zum Verstärker geht und die man dann hören kann. Und dann sieht man wirklich, dass man einen Lautsprecher als Mikrofon benutzen kann und dass ein Mikrofon nichts anderes ist als eine Spule, die die Schwingungen der Luft über die Membran in Induktionsspannung umwandelt und diese Induktionsspannung kann dann weiter verstärkt werden. Damit sind wir auch schon am Ende dieses Clips. Es gibt aber noch eine weitere spannende Frage, die wir noch nicht beantwortet haben. Wir haben ja gelernt, veränderliche Magnetfelder erzeugen elektrische Felder, die dann auch veränderlich sind. Die Frage ist, kann man auch veränderliche elektrische Felder nehmen, um veränderliche Magnetfelder zu erzeugen? Das heißt, geht das Ganze auch umgekehrt? Bisher hatten wir zwar die beiden Richtungen schon kennengelernt, aber es waren ja bei der Erzeugung der Magnetfelder immer Ladungen involviert, also elementare Ladungen, die dann diese Magnetfelder erzeugten. Die Frage ist, kann man auch mit elektrischen Feldern alleine Magnetfelder erzeugen, ohne dass man irgendwelche Ladungen hat? Das hören wir dann demnächst. Bis dahin dann erstmal tschüss.